Jan, was würdest du denn für eine Handvoll Miepel tun? Was? Was? Ja, herzlich willkommen zu einem Let's Play von Für eine Handvoll Miepel. Ich vergesse das Für immer. Ich sage immer, wir spielen eine Handvoll Miepel, aber wir spielen für eine Handvoll Miepel. So. Ja, wir haben hier ein Wild West Brettspiel, in dem wir uns immer eine Handvoll Miepel schnappen. Das Stehen sind, die stehen aufstehen. alle nicht. Ich habe die alle hinge, wenn du die jetzt alle aufstellen möchtest, wirklich? Alle? Nee, ne. Ich habe das mal in einem Raum beispielhaft gemacht. Also wir haben Aber hier jetzt dürfte es verschiedene, nicht. ja? Okay, dann nur zu. Wir haben hier verschiedene Räume, in denen sich jeweils drei verschiedene Miepel befinden. Die grauen sind Handwerker, die gelben sind Goldgräber, die blauen sind Polizisten und die roten sind Räuber. Hilfs-Sheriff sind die Blauen, um es Entschuldigung. genau zu sagen. Das sind wir im Wilden Sind Westen. Polizisten. Ja, und in jedem Zug, wenn wir dran sind, schnappen wir uns eine Handvoll Miepel, also einen ganzen Raum hier, die nehmen wir uns alle. Und dann können wir mit, also dann verteilen wir die auf dem Spielfeld und können mit ihnen Aktionen ausführen. Wir können nach Gold graben, Geschäfte in Besitz nehmen, Räuber einbuchten. Oder manchmal haben wir auch so eine Duellsituation hier, mitten auf der Straße. Und ja, am Ende gewinnt wieder der mit den meisten Siegpunkten. Wir haben hier noch ein paar Special-Räume. Zum einen den Friedhof. Da kommt dann immer der rein, der beim Duell leider verliert. Genau. Wir haben das Gefängnis. Wenn wir. Ne, gut, das erkläre ich gleich. Sonst ist, also ich muss ehrlich sagen, ich fand das Spiel am Anfang ein bisschen verwirrend, aber es ging dann. Dann haben wir den Saloon. Hier steht die Wirtin. Das ist diese lila, farbene Figur. Siehst du, dass hier noch welche liegen? Ja, ich habe nur meine Seite aufgeräumt. Hier haben wir Goldbarren. Die Goldbarren, also nach jedem Zug überprüfen wir, ob wir mindestens 6 Gold haben. Die sind hier im Beutel. Wir haben noch Gold und Stein, die wir im Laufe des Spiels sammeln. Wenn wir mindestens 6 haben, würden wir die eintauschen. Dann geben wir unsere 6 in den Beutel und nehmen uns immer das Gold mit der niedrigsten Zahl. Voraussetzung ist natürlich, dass wir die Zahl erfüllen. Genau, und das ja, triggert quasi das Spielende. Wenn hier alle Goldbarren weg wären, wäre das Spiel vorbei. Dann wäre es hier so, wenn diese ganzen roten Dynamit-Steinchen weg wären, dann hätten wir ein Spielende. Wenn der Friedhof voll wäre, hätten wir Spielende. Gibt es noch eine? Also die Dynamitsteinchen müssen hier in der Mitte liegen, damit Spielende ausgelöst wird. Die kommen ja erst in Beutel, erklären wir dann wahrscheinlich, wenn die Ja. Räuberaktion ist, Ja, ne? wir haben irgend, also wir können durch die Hilfs-Sheriffs können wir die Räuber ins Gefängnis bringen und wenn jemand sich dann, also wir müssen nicht nur von hier oder wir können nicht nur von hier eine Handvoll Miepel nehmen, sondern auch aus dem Gefängnis. Und sobald sich jemand die Räuber aus dem Gefängnis nimmt, muss er ein Dynamit in den Beutel legen und dann können wir das ziehen. Wenn wir es leider ziehen, dann müssen wir die Hälfte unserer grauen Steine, die wir im Besitz haben, abgeben und dann kommt das Dynamit hier in die Mitte rein. Und ja, wenn alle drei weg sind und hier in der Mitte liegen, dann hätten wir auch das Spielende eingeläutet. Ja, dann haben wir hier noch diese, wie nennen sich die? Schilder, ne? Schilder? Einfach Schilder. Genau. Die Schilder können wir hier oben reinlegen, wenn wir die Anzahl an Gold und Steinen bezahlen, die hier jeweils drauf liegen. Und vorausgesetzt, wir haben hier einen Handwerker hingestellt. Ohne Handwerker kann man nämlich nichts bauen. So ist es. Und was haben wir hier noch? Den Showdown-Marker. Den Showdown-Marker. Es ist jetzt immer so, ich nehme mir eine Handvoll Miepel und muss dann entweder rechts oder links von dem Raum, aus dem ich mir die Miepel genommen habe, anfangen, sie zu platzieren auf diese Felder hier. Wenn ich mich einmal für eine Richtung entschieden habe, sprich wenn ich hier anfange, muss ich hier weitergehen oder wenn ich hier anfange, muss ich hier weitergehen. Sobald ich auf ein Showdown-Feld komme und noch einen Miepel zum Platzieren habe, dann muss ich meinen Showdown-Marker hinlegen und meinen jeweiligen Miepel draufstellen. Und dann warten wir, bis der Gegner irgendwann auch mal seinen Showdown-Marker hinlegt und dann kommt es zum Showdown. Ja, und Genau. dann ist noch relevant, wer. Genau, dann wird eigentlich nur gewürfelt und hier werden die unterschiedlichen Charaktere verglichen. Die haben eine unterschiedliche Schusskraft. Der Hilfs-Sheriff hat am meisten, dann kommen die Räuber, dann der Goldgräber und am Schluss der Handwerker. Und der die höhere Schusskraft hat, darf zweimal würfeln. Und Genau. dann wird aber von den beiden Würfeln der höhere genommen. Also wird nicht zusammengezählt oder so, sondern hat halt zwei.
Würfel, genau. Genau, die einzelnen Meeple, die jeweiligen Farben, haben unterschiedliche Aufgaben. Wie eben schon erwähnt, wenn ich den Hilfs-Sheriff vor einen Raum setze, in dem ein Räuber ist, dann kommt der Räuber ins Gefängnis. Wenn ich einen Goldgräber jetzt zum Beispiel hier hinsetze, hier ist ein gelber Meeple abgebildet, das gilt jetzt aber nur dafür, weil hier schon ein Schild liegt, dann kann ich zweimal in den Beutel greifen und mir zwei Steinchen oder Gold, halt was auch immer ich ziehe, rausnehmen. Was kann ich mit den Goldgräbern noch machen? Nix, oder? Nein. Nee, das war's. Ich kann mit den Räubern Goldgräber ausrauben, dafür muss aber dann ein gelber Goldgräber im Raum sein und dann kann ich mir pro Goldgräber zwei Steine aus dem Beutel nehmen und ich kann mir auch zwei Steine aus dem Beutel nehmen pro Räuber, den ich ins Gefängnis bringe mit dem Hilfs-Sheriff. Und die Handwerker, die können eigentlich nur bauen. Die können eigentlich nur bauen. Tja. Ja. Oder Party machen, Wirtin. Im Salon, genau. Die Wirtin. Ich kann mir die Wirtin nehmen, kann die vor einen Raum mit möglichst vielen Handwerkern stellen. Dann würden alle Handwerker in den Saloon gebracht werden zum Feiern. Achso, und die, die hier vorstehen, die kommen danach immer in den Raum. Aber das genau, schauen kriegst, wir uns gleich mal im Laufe kriegst, des Spiels an. Für jeden Handwerker, der in den Saloon geht, ein Stein aus dem Beutel. Genau. Ja, wir haben jetzt das Dynamit platziert. Wir haben hier zu Beginn jeder ein Schild platziert. Also einer fängt an und der andere muss dann gegen den Uhrzeigersinn in eine andere Ecke des Feldes oder muss nicht, kann ein Schild legen. Und ja, das war es eigentlich. Die Steine. Und wir haben zufällig halt hier die Miepel dann jeweils drei in die Räume gebracht und fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Genau, was vielleicht noch ist, die Reihenfolge der Aktion kann man frei wählen. Ne? Ja. Genau. Haben wir uns schon geeinigt, dass ich anfange? Ja, haben wir genau. Auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt mal hier den, auf jeden Fall, den Raum anfangen. Also ich muss, wie gesagt, links oder rechts davon anfangen und dann in eine Richtung loslaufen. Und dann aber kann ich es abhandeln, wie ich möchte. So, der Räuber würde jetzt hier den Goldgräber ausrauben. Zwei Steinchen. Mhm. Ich habe den Beutel extra zugemacht. Das ist gut. Nicht, dass ich wundere. Ach so, und man kann später die Schilder auch noch ausbauen. Dafür muss man aber nochmal den Preis bezahlen und es muss ein Handwerker hier vorne stehen. Kann aber auch der Handwerker des Gegners sein. Genau. Ja. Mein Hilfs-Sheriff schickt den Räuber hier ins Gefängnis und kriegt zwei dafür. Und jetzt, wenn ich Glück habe, ne, wahrscheinlich nicht. Kein Glück. Ich habe kein Glück, habe nicht die passenden Ressourcen. Deswegen kann mein Handwerker das nicht bauen. Schild nicht bauen und das war's schon. Ich nehme mir die und platziere hier den Hilfsschild. Ach nee, genau, da muss ich erst einen Showdown hinstellen. Ne? Ja. Dann genau nehme ich den. Showdown. Dann kommt hier der Hilfspolizistin. Der bringt den Räuber ins Gefängnis. Hilfspolizist. Und der Räuber raubt den. Schon zum zweiten Mal. Wie heißt er aus? Goldgräber. Goldgräber. Der hat doch gar kein Gold mehr. So. Sehr schön. So, was machen die Räuber? Die rauben den. Genau. Mhm. Ja, dann. Ne? Und das alles für eine Handvoll Miepel. Das ist der seltsamste Name für ein Brettspiel. Den dann machen wir mal hier, weil jetzt jemals gehört haben. Der Showdown-Feld besetzt ist, würde ich drüber springen. Mhm. Warte mal, wer bin ich denn? Grün bin ich. Du bist grün. Cool. Dann machen wir doch mal hier ein Handwerk. Der Jan hat immer Probleme hier mit den Farben. Ja, mit der Zuordnung. Der findet sich nicht wieder in den Farben, der Jan. Nee. Quatsch, ich kann doch hier Gold gräbern. So wollte ich das tun. Wieso hast du denn da schon wieder so ein Ding? Weil wir haben doch am Anfang in die Eckhäuser. Aber du hast zwei. Und du auch. Echt, wir haben zwei gelegt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, den habe ich für dich gelegt. Danke. Echt, wir können zwei legen? Ich lese nochmal. Bestimmt gemeinsam am Anfang die Startperson sein soll. Beginnend bei der Person rechts von ihr legt ihr nacheinander entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils ein Schildplättchen.
Brennes darf ich, dann kann das losgehen. Ich glaube, wir dürfen die noch nicht legen. Wegen jeweils eins. Okay. Dann im Vier-Personen-Spiel liegen dann wahrscheinlich genug. Okay, ja, das war dann natürlich, dann kann der hier auch nicht Gold gräbern. Aber der raubt den Goldgräber aus. Wo hast du die denn jetzt alle her? Waren da 5 Stück drin? Ja. Krass, in welchem Raum? Hier, Ach, ne? stimmt, ja. Und Da war ich ja auch unterwegs. dann. Genau. So, ich bräuchte mal ein paar Steinchen. Naja, gerade so. So, und mein Handwerker baut hier ein Schild hin. Ich gebe ab. Baue mein Schild hier oben. Ja, ist das erlaubt? Und am Ende des Zuges wird dann nochmal geschaut. Ich habe im Moment 4 Goldstückchen. Ich brauche aber 6, um mir hier den ersten wegzunehmen. Das muss man dann auch tun, wenn man 6 Gold hat an der Stelle. Ja. Dann nehme ich mir hier diese kleine Gruppe. Eins, zwei, drei, so. Ich greife zweimal in den Beutel. Der kommt rein. Dann baue ich hier ein Schild hin. Zack. Der bringt den Räuber ins Gefängnis. Oh, das ist aber viel Gold. Und die gehen einfach da rein. Hier dürfte ich jetzt theoretisch mein Schild aufwerten. Ich hätte auch die passenden Ressourcen, dann mache ich das mal. Bitte. Nur Genau. zu. Wird dann umgedreht. Ist am Ende 10 Punkte wert und Ja, hier cool. darf ich jetzt dafür Ja, 14. genau, hier oben stehen noch die Siegpunkte, die man am Ende bekommt für jedes Schild, das Genau. man gebaut hat. Na dann, such dir mal eine Truppe aus. Ja, dann würde ich doch auch mal hier in meinen. Oder? Oh. Hier an und bewege mich hier hin. Ziehe einmal 4 und einmal 2. Na komm. Wenn ich es erwische. Der Beutel wieder zu eng. Beutel sind häufig zu eng, finde 1 ich. zu 3. Also für mich geht es immer noch, weil ich sehr schmale Vier. Hände habe, Eigentlich ist es aber. auch egal, ich kann die auch gleichzeitig ziehen, die Reihenfolge wird. Das Ja. stimmt. So, und dann Fast ja könnte ich ordentlich Steine. höchstens noch. Genau. Für den letzten darf ich noch ein Schild bauen, richtig? So, und da läuft's doch. Cool, ja. Das ist meine Ecke hier hinten. Das ist deine Ecke. Da werde ich mich fernhalten. Wenn ich jetzt die Wirtin hier hinsetze, kann ich nur die Grauen entfernen. Die anderen bleiben drin. So würde ich das sehen. Ich lese Würde ich nochmal, auch sehen. sicherheitshalber. Ja. Das letzte Mal waren nur welche drinnen gestanden. Ne? Wenn du die Wirtin vor einem Gebäude mit mindestens einem Handwerker, ziehst du für jeden Handwerker im Gebäude einen Würfel. Stelle dann noch alle Handwerker aus dem Gebäude in den Okay. Salon. Ja. Okay, dann ziehe ich jetzt 4 Würfel. Genau. Und die gehen jetzt feiern im Saloon. Genau, ist dann auch ein Raum, den man irgendwann mal abräumen Oh, kann. 2, 4, 6. Ich glaube, ich hatte eben schon 6, ehrlich gesagt. Zwei, Naja. oder? Ich weiß es nicht. Ist ja Dann auch. nehme ich mein erstes Gold. Sehr schön. Freue mich auch. Ich finde das Spiel eigentlich wirklich ganz lustig. Ich muss sagen, als ich die Anleitung das erste Mal gelesen habe, wusste ich irgendwie gar nicht einzuordnen, was wir hier machen. Und mir kam es auch irgendwie seltsam vor, die Figuren einfach so der Reihe nach abzustellen. Aber als wir es gestern dann zum ersten Mal gespielt haben, Ganz da gut. war ich ja hellauf begeistert. Hellauf begeistert. So, ich mache mal einen Gefängnisausbruch, würde ich Ja, mal mach mal. sagen. Und beim Gefängnis und beim Salon dürfen wir ja anfangen, wo man möchte. Ne? Genau. Muss ich aber daran halten, weiterhin an die angrenzenden Felder zu legen. Und dann schauen wir hier mal vorbei. Lass doch die armen Goldgräber in Ruhe. Und kriegen 2, 4, 6 Musst aber auch hier Steinchen. gleich mal was nehmen. Wahrscheinlich. Ja. Hört sich an, als ob es eine Strafe wäre. Und es liegt noch keiner auf dem Friedhof. Das ist doch auch eine nette Entwicklung. Oh. Vielleicht schaffen wir es ja mal, dass keiner Guck mal. stirbt und aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Unwahrscheinlich. Du willst ja unbedingt Showdown machen mit deinem Goldgräber da Showdown. hinten. Ich nehme diese nette Gruppe hier.
und stelle den hier hin. Hier. Nee, das ist doof. Das ist total blöd. Ich gehe in die andere Richtung. So. So. Siehst du jetzt? Jetzt wird doch ein Schuh draus. So. Der Goldgräber. Ich bekomme 2. So. Hier baue ich auch was hin, weil du so viel baust. Ja. Zack. Der raubt, nee, der bringt beide ins Gefängnis, ja. Ja, klar. Na sicher. Ich habe vergessen, bei dem Ausbruch kommen die auch in den Beutel. Das Dynamit. Dann rauben wir hier den armen Goldgräber noch aus. Und hier passiert überhaupt nichts. Jo. Es sei denn, ich möchte dieses Plättchen aufwerten. Möchtest du das? Ja, na klar. Na sicher. Ich hoffe, dass du bald Dynamit ziehst. Und dann? Ich würde mich einfach freuen. Muss ich Steine abgeben, die ich nicht habe. So. 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 Dann. Na? Wen nimmst du? Nehme ich doch mal. Ich brauche Goldgräber. Bang, bang. So, hier hinten kriege ich 8. Ich würde gerne dich auch bald mal herausfordern. Tja, das hast du leider nicht in der Hand. 8. 1, 2. Oh! 4, 5, 6. Aha. 7, 8. Dann ist immer dann die Frage, wann das auslöst, ne? Aber wahrscheinlich sobald man es zieht. Danke. Ich müsste jetzt die Hälfte meiner Steine abgeben. Das ist nur einer. Du hast doch 3. Das sind 1,5. Abgerundet. Bitte 1,5 Steine. Ich merke mir den halben fürs nächste Spiel. Ich hole eine Säge. Da hätte ich jetzt geguckt, wenn du einfach irgendwie ein Messer ausgepackt hättest und hättest es getrennt und hättest es in Bäumen, hättest gesagt, ich muss ja die Hälfte abgeben. Dein Spiel beschädigt, ja. Das würde ich mich trauen. Und dann noch mein Lieblingsspiel hier für eine Handvoll Miepel. Genau. Bist du hier, können die in ihren Raum oder? Ich müsst ihr alle übrigens jeweils die Hälfte eurer Steinwürfel abgerundet zurück in den Beutel legen. Okay, ich also nichts. Einen halben. Ja. So, das waren die 8, die ich hier mitgezogen habe. Ne? Mhm. Der raubt noch den Goldgräber aus. Den lege ich mal in die Mitte. Ja, jetzt musst du aber abgeben. 7 hast du auf jeden Fall. Und der hier, da kannst du diesen Raum aufwerten. Kann ich nicht. Kannst du nicht. Mir fehlt ein Steinchen. Und ich habe genau 7 für den. Ja. Das Spiel ist vorbei, wenn das weg wäre, der Friedhof voll oder die in der Mitte. Es gibt keine vierte Option, ne? Genau. Okay, ich nehme die bunte Truppe. Dann nehme ich erstmal die Wirtin und bringe die zum Feiern weg und ziehe 3 Steinchen. So, bitteschön. Das hätte ich ja gar nicht machen dürfen. Wo habe ich die dann rausgenommen? Du hast nicht aufgepasst. Ich habe die doch irgendwo anders raus. Oder habe ich die da rausgenommen? Ja, da steht jetzt keine mit. Das könnte schon sein. Tja, wenn wir jetzt zurückspulen können. Das sah doch aber gar nicht so schlecht aus, oder? Aber ich muss doch da anfangen, wo ich. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sein. Ich habe die hier weggenommen, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, ich habe gesagt, ich nehme hier diese bunte Truppe und dann habe ich das so rübergezogen. Ja, dann nimm dir doch nochmal die 3. So. Da kommst du doch hin. Aber ich darf doch gar nicht. Also ich meine, wenn du hier anfängst, kommst du auch mit der Wirtin dann irgendwann. Ja, stimmt, dann lasse ich so. Genau, ja. Mach doch mal. Aber es war eigentlich, eigentlich war es ein Irrtum. So, gelb. Nee, das macht ja keinen Sinn. Blau. Hier. Darfst du nicht hin, weil du schon. Doch, dein Dings kommt das. Ach, da drunter. Richtig, sowas. Ja, aber ja. Dann nehme ich, warte mal, was ist denn weniger wert? Nee, das
Ich habe keinen Handwerker. So kannst du das jetzt machen oder nur wenn du dran bist? Mit Nee. Nur wenn ich dran bin. Das gilt nur für die okay, dann Handwerker. geht's. Ja, du So, schenkst mir sie kein Gold. kommt hier rein. Der Polizist bringt den Räuber weg. Der raubt den Nee, Moment Goldgräber mal. Wenn du einen Goldgräber aus. vor einem Gebäude mit einem Schild abhandelst, zieht die Person, der dieses Schild gehört, Würfel aus dem Reiter. Ja, das habe ich befürchtet. Dann zieh mal 4 Würfel. Ach ja. Bist du sicher? Ja, 2, 4, 6, 7. So, du bist dran. Ja, wir müssen ja jetzt Ach so, wir erstmal müssen uns Showdown. stabilisieren. Hier, bitte schön. Weil wir gleich sind, würfeln wir beide Oh, einmal, ne? ja. So würfel ich dann Ja. immer noch eins. Ja. Auf den Friedhof. So, der kommt aus dem Und ich kann wie Friedhof. viel ziehen? Ich würde mal denken, zwei, das Wo steht kommt meiner jetzt hin? Zum Feiern, ne? zum Feiern in Ja. Inselhorn. Genau. Zwei, genau. Ich feiere erstmal den Triumph. Ja, cool. Diese habe ich wieder ein bisschen Auftrieb bekommen, weil ich dich umgebracht habe. Das freut mich zu hören. So, ja, nehmen wir hier irgendwie, sind die Handwerker da hinten? Nimm dir mal einen vollen Miepel. Genau, hier wäre schön ausgeraubt. Das ist so überhaupt nicht witzig, aber ich werde es noch 10-mal sagen. Was Hier würde man nicht alles für eine Handvoll Miepel tun? wird Gold gegraben. Du versuchst mich schon wieder rauszubringen. Ja, ein bisschen. Hier der und die zwei da hinten, da kannst du auch mal ein bisschen. Ich baue. So, ich fange mal Ich habe hier an, ne? doch. Mit vieren. Ich baue hier oben direkt. Zack. Ich würde ja noch mehr bauen. Kannst du nicht noch mehr Handwerker aufstellen? 1, 2, 3, 4. Kriegen Hier wir auch kriege für ich diese nochmal 4. Goldbarren Punkte? Nee, noch. Ja klar. Ach ja, okay. Du tust immer so, als ob das eine Strafe ist. Das gibt 10 Siegpunkte, so ein Goldbarren. Oh. Okay. Aber bauen bringt auch 10 Siegpunkte, deswegen. Ja, und der hier hat nochmal 2, ne? Die Und zwei. schickt den ins Gefängnis. Ach so, ja. So, und da hinten hättest du 2 aufwerten können. Hast du das gemacht, gewollt, Kann genehmigt ich nicht. bekommen? Wie aufwerten? Nee, ich kann nicht. Da habe ich aufgewertet, Und hier dort jetzt glaube ich nicht, gar nicht okay. deine. Und ich habe jede Menge Gold. 3, 4, 5. Wie viel müssen wir Acht. bezahlen? 8. So, dann hole ich jetzt mal die Truppe aus dem Gefängnis. So. Nee, ich kann anfangen, wo ich Kannst will, anfangen, wo ne? du Ja. willst, genau. 1, 2, 3, 4. So. 2, 4, 6, 8 ziehe ich. Jetzt ziehe ich garantiert das Dynamit. 2, 4, 5. 6, Hast ja gar keine Steine zum Abschmeißen. 7, Ich muss abschmeißen, wenn das Dynamit zieht. 8. Ah, Glück gehabt. Ja. Hast du 8? 2, 4, 6, 8. Ja, das Spiel Ja, ist schon dann ist es vorbei. schon vorbei. Ja, Ja, krass. krass. Verrückt. Ja, krass. Ja. So, dann kommen wir mal zur Wertung, oder? Ja, Geht also. auch relativ schnell. Wir haben nur hier das zusammenzuzählen. Ich. 15, 20, Genau, also. 50. 30 plus 20 sind 50, sonst gibt es keine Punkte. Doch ein Goldstück pro kleinen Ah, Goldbarren. okay. Dann habe ich 5, 25, Dann habe ich 51. 55, 57. 51. Oh, gestern habe ich noch gewonnen. Gut, du hast hier aber auch, ne? Das war Genau. klar. Genau. Ja. Ja, Das ist es. das ist es schon. Gestern hatten wir viele Tote zu beklagen. Das Heute ging stimmt. das. Heute waren wir ein bisschen Showdown-faul. Ja, was sagst du? Wie Ich findest finde du es? das Das ist doch eigentlich ganz nett. ganz nett, irgendwie. Also mir macht das Spaß. Mir auch, ich finde das auch witzig irgendwie. Ich finde auch, das Thema kommt gut rüber, Ja. mit, auch wenn es wirklich nichts Wildes ist, aber ja. Aber wir haben gestern schon eigentlich gesagt, wenn man will, ich würde jetzt auch nicht wollen, weil ich das einfach witzig finde, könnte man sich hier schon ziemlich reindenken, weil du könntest viel genauer noch überlegen, welche Gruppe, wie wäre der Ertrag, wenn ich so stelle, wenn ich in die andere Richtung gehe. Also da, wenn man das wollte, könnte man das schon ziemlich zelebrieren und sich da richtig noch reindenken. Hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, aber
Heute waren wir auch schneller als gestern, weil gestern haben wir diese Startplättchen am Anfang vergessen in den Ecken. Deswegen wollte ich gleich doppelt legen. Genau. Weil gestern habe ich eigentlich noch gesagt, das Spiel wäre zu lang, wenn es wirklich immer so lang wäre wie gestern, weil für mich ist das jetzt auch ein Spiel, was man mal ganz kurz so zwischendurch, um Golem noch mal ein bisschen sacken zu lassen. Ich habe jetzt überlegt, was nenne ich natürlich wieder Golem. Ja, wenn das jetzt irgendwie 60 Minuten ginge, wäre es auch nicht so cool. Aber jetzt, wie lange haben wir gespielt? 20 Minuten vielleicht. Das ist völlig, das völlig genau, okay. Und es ist eigentlich super witzig. Vor allem, wenn man dann so sagt, so, der Hilfs-Sheriff, ja, bringt jetzt die Räuber ins... Also es ist schon witzig gemacht. Ja, und ich finde auch, das Thema kommt gut rüber. Und hier im Saloon feiern alle. Und es ist einfach gute Stimmung und es ist einfach schön. Ja. Ja, also man liest die Anleitung, denkt sich, was soll denn das? Und dann spielt man es und stellt fest. Wobei, du fandest es doch ganz schlüssig alles. Ja, ja. Dann. Der Jan hat die Anleitung gelesen und war gleich Feuer und Flamme für eine Handvoll Miebel. Sehr gut. Alles klar. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke. Viel Spaß mit Für eine Handvoll Miebel und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Tschüss.